Boah. Hoi. Oh, das ist immer ein bisschen. Man wird immer schwindelig, wenn man sich teleportiert. Ich grüße euch, liebe Freunde, da bin ich wieder. Euer Vitus. Und, Huhn. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt von der komischen Reise. Also, was hatten wir jetzt vor? Lehm holen und Pferde holen. Aber ich glaube, ich muss erstmal Lehm holen und hier weitermachen, oder? Bevor ich mich aufmache und irgendwelche Pferde hole. Und vielleicht sollte ich dazu auch erstmal schauen, ob ich überhaupt einen Sattel habe, weil ich glaube, sowas besitze ich gar nicht, sowas Schönes. Aber Boote. Und Boote brauche ich, um wieder zum Lehmbiom zu kommen. Also da hinten sind die Aschewälder und das Hügeldorf und die Pferdewiesen und, die mache ich jetzt alle mal aus. Aber das Tafelgebirge, das mache ich an. So. Das ist dort. Genau. So, jetzt will ich mal schauen. Halt, wenn ich noch Sättel habe, dann nicht hier. Dann sind die natürlich da bei der Kiste wo mit dem Pferdekram noch drin. Aber jetzt haben wir erstmal neues Holz. Und das machen wir mal. Wie ist hier gemacht? Da. Ach, das ist das Akazienkistchen. So. Jetzt kommt Schwarzeiche dazu. Haha. Spektakulär. Hi. Da kommen Stöcker rein. Hier war Glas. Ich bin noch etwas verwirrt von der Reise eben. Sand hier. Kies hier. So. Was habe ich denn sonst noch? Obsidian natürlich. Der war hier. Ach, süße, ich hab doch ganz viel davon. Gemmelfleisch hier. So. Ach, und hier waren noch ein paar Porzellansternchen. Packe ich die anderen Blumen dazu? So. Und hier, ganze spektakuläre 64 Kobbelsteine. Ja, die neuen Gesteine, da muss ich jetzt natürlich auch eine Kiste für finden. Ist hier noch irgendeine leer? Oder wieder leer? Diese hier. So, so, so. Haben wir auch alle untergebracht. Oh, oh, es wird dunkel. Schnell, schnell, schnell runter und raus in das Bett. Das Bett habe ich in der Tasche. Dann schlage ich es eben hier auf. So, geht auch. Ach ja, so. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Was muss ich jetzt noch tun? Hier, das kommt in die Kohlekiste, so. Knochenkiste war oben, ich bin ein Depp. Ah ja, hier war das ganze Dynamit. Ganz ordentlich, da gleich neben den Fackeln. Knochen wollte ich noch wegräumen. So. So, dreimal gucken, was ich in der Tasche habe, damit ich auch ja sicher bin. Oh. So. Jetzt habe ich noch Kaninchen, Kaninchenfell und ein paar Pfeile. Und die Pfeile kommen in die Waffenkiste. So, jetzt haben wir es doch langsam. So. Und, ja, ich nehme das jetzt auf, bevor eine Entscheidung gefallen ist über das Zentraldorf. Und deswegen sieht das hier alles noch so aus wie vorher. Jetzt nehme ich mal Setzlinge von allem, was ich so habe, mit. Hier, das Kaninchen kann hier rein. Das Fell auch. Habe ich noch mehr solche Tropenbaumsetzlinge? Habe ich gar nicht so viel, wa? Nö. Hier sind auch keine. Ist noch eine einsame Birke. So, und da ich hier da oben die... Ich habe schon wieder ein Ei aufgesammelt, oder? Da ich da oben die Wiese noch nicht bebaue und noch nicht brauche im Moment, werde ich die jetzt bepflanzen.
Und zwar hier diese hier. Und da vorne, die Kiste da, da könnten noch Sättel drin sein, glaube ich. Ich guck mal. Ah. Ja, sogar einige. Und Pferderüstung auch. Aber man kann ja eh nur ein Pferd erstmal mitnehmen. Oh, da nimmt sich Seile mit. Um mehrere mitzunehmen. Das geht auch. So, also. Hier kommt jetzt eine große Baumzucht hin. Erstmal, damit wir genug Fichtiholz und alles andere haben. Natürlich die drei Schwarz... 4, 8, 12, genau, drei Schwarzeichen nicht vergessen. Also das ist natürlich noch nicht die offizielle Baumschule, die dann sicherlich irgendwann kommen wird, aber das ist jetzt erstmal einfach um genug zu haben. Und gerade diese Hölzer hier, Fichte und so, verbrauche ich ja immer in Unmengen. So. Einen Tropenbaum, den packen wir auch irgendwo hin. Hier vors Tor, kann keiner rein. So. Jetzt hier noch eine Reihe Eichen hin. Doppelreihe Eichen müsste auch funktionieren. Und hier eben ein paar Birken, so. Bin schon mal gespannt, wie das dann aussieht und ob das überhaupt was wird. So. Bäume. Wachset, wachset. Wachst. Yep. Und ich, mit der Ausrüstung, die ich noch dabei habe, außer den Samen und dem Ei, und das werde ich diesmal nicht wegwerfen, denn sonst habe ich gleich wieder... Ah, ich muss hier was gegen das Hühnerproblem tun. So. Damit mache ich mir jetzt auf, wieder rüber zu den Tafelbergen. Und dann schauen wir mal. Nehmen wir mal reichlich Lehm mit und dann können wir nämlich demnächst hier diese Handwerkshäuser schon mal errichten. Ja! Einmal durch die Glasbrennerei hindurch. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Nein, hier ist natürlich leider noch nichts wieder los. Aber das kommt. Da bin ich ganz sicher. Es kamen schon viele schöne Vorschläge übrigens, wie ich die ganzen Dörfer benennen soll. Da werde ich natürlich nochmal eine Befragung der Dorfbewohner dort selbst durchführen und dann mal gucken, welche wir dann nehmen. Also jetzt mache ich noch keine Benennungsaktion. Aber alle Namensvorschläge, die kamen, haben mir eigentlich gut gefallen. Umso schwerer fällt dann die Wahl. Mal gucken, was ich dann nehme. Aber es wird sich was finden. Versprochen. Nee, hier ist nichts. Ach, gleich sind wir da. Gleich geschafft. Hui. Buffer. Juhu! Dass sie ihre Brunnen immer so weit außerhalb des Dorfes bauen, das verstehe ich nicht, aber ich muss auch nicht alles verstehen. Ich bin nur ein kleiner Zauberer.
der mächtig am Rennen ist und sich eine Möglichkeit überlegen muss, wie er da schneller hinkommt. Rutschig. Aber hier kann man schnell laufen auf Eis. Merkt er? So, willkommen am Weltenkantenstrand. Rüber geht's. Wenn ich gerade zufahre, müsste ich sogar noch mein altes Boot wiederfinden. Das habe ich ja da jetzt zurückgelassen, weil ich auf dem Landweg zurückgekehrt bin. Das hat beim letzten Mal auch so lange gedauert. Oh. Das ist schon ein relativ großer Ozean hier. Ach ja, genau. Und da war ja der böse Unterwasserpalast. Und wenn ich jetzt zu nah dran fahre. Die können ja zaubern, diese Königsbossfische da drin. Und das mache ich mal lieber nicht. Weil wenn der mich jetzt mit seiner seltsamen Abbaulähmung da bezaubert und ich habe keine Milch dabei, dann kann ich 2 Folgen warten, bis ich... Nein, das nicht, aber dann kann ich den Rest der Folge warten, bis ich dann anfange, keine Lehm abzubauen. Und da ist mein Boot, seht ihr? So. Halt, nein! Mann, oh, bleib stehen. Jetzt aber schnell. Ja. Ist es schon so spät? Wer hat deine Uhr gedreht? Dann kampiere ich mal lieber hier. So, dann nutze ich die Zeit nämlich gleich nochmal, um hier noch so ein paar Akazien mitzunehmen. Ein paar Akazien-Setzlinge, haha. Und siehe da, haben wir die neuen Hölzer nach Dragenhot importiert. So schnell verlieren die hier noch nichts, okay. So, da ist schon der erste. Siehste? Ich dachte schon, da kommen keine irgendwie. Aber müssen doch eigentlich. Man sieht die nur in diesem hohen Gras nicht so. Das ist wahrscheinlich das Problem. Da ist einer.
Da ist einer. Nicht ergiebig, aber immerhin. Komm, der hier kann auch noch mit. Der möchte das doch gerne. So. Na, sauber. Alles reichlich mitgenommen. Okay, gut. Dann weiter geht's jetzt aber. So, jetzt aber auf Richtung Tafelberge. Was liegt denn hier? Pfeile? Und da hat... Oh, und hier, Zombie-Lebern. Also... Hier war was los letzte Nacht. Genau, und roten Sand kann ich auch noch mitnehmen. Okay, dann gehen wir mal etwas weiter rein und dann ab... Ja, das schaffen wir diese Folge nicht mehr. Nächste Folge buddeln wir dann mal von dem Zeug, was das Zeug hält. Dann können wir wirklich spektakulär abbauen. So, ich will extra ein Stückchen weiter rüber. Oh, oh, ah, oh, ganz knapp. So, wenn ich laufen kann, kann man auch fahren. Ja, gut, das finde ich wieder. Und da oben geht's dann los. Grobe Erde hat's da ja auch. Und vor allem auch gelben Lehm. Da können wir uns mal überlegen, welche Farben wir so alle verbauen. Ich glaube, von allem etwas. Ich werde mich mal einmal komplett durch eine Schicht hier durch. Ich kann schon mal anfangen. Schon mal durch. Wieso höre ich denn Lava? Das ist doch ungewöhnlich hier in solchen Gebieten, oder? Gibt's Lavahöhlen in Lehmbergen? Schon mal da sind, da bleiben wir auch hier und metern uns durch Farben. Denn dies ist mein Revier. So. Das ist bestimmt spektakulär langweilig jetzt für euch, oder? Gut. Dann gehen wir eben noch ein Stück weiter. Oh ja, das ist doch hier perfekte Ebene. Von allen Farben geht es hier dann runter. Super. Hier legen wir los nächstes Mal. Also, liebe Freunde, bis dahin, macht es gut. Bis morgen. Tschüss.